Weißt du, ob das in dem Fach überhaupt jemals irgendwie Auswirkungen hatte? Ja, also es gibt tatsächlich Studenten, die davon betroffen sind, also auch bei mir im Studiengang. Und für die ist es dann halt natürlich so, dass dann entweder die Studienzeit verkürzt, weil sie dann halt sagen, okay, wenn kein Geld da ist, dann gehen wir halt wieder zurück. Oder die sind halt wirklich auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen oder auf Hilfe von Bekannten, Freunden, die da einfach sagen, nee, okay, wir schauen mal, was wir da machen können. Weil die haben ja auch das Problem, dass sie hier nicht so einfach arbeiten können, so einen Studentenjob machen. Ja. Ja, heute zu Gast aus Heilbronn die Marlene Neumann und aus Eppingen die Emma Weber. Genau. Schön, das ist schon mal die ganze Zeit nur mit Vornamen spricht, müssen wir erstmal gruscheln. Wo sind die Nachnamen? Wir unterhalten uns heute vor allem über Menschen, die in unserer parlamentarischen Demokratie nicht so richtig mitmachen dürfen. Stichwort Menschen mit Migrationshintergrund, die zwar schon seit Jahren, Jahrzehnten da sind, trotzdem keine Kreuzchen machen dürfen. Wir reden von Menschen, die eingeschränkt sind und deswegen bei uns immer noch keine Kreuzchen machen dürfen am Wahltag. Und Stichwort Wahlalter absenken. Wir reden von Menschen, die noch nicht volljährig sind. Aber bevor wir ganz tief einsteigen, würde ich vorschlagen, ihr stellt euch einfach selber kurz vor, wer ihr seid, warum ihr hier seid und warum genau das euer Thema ist. Gerne, möchtest du anfangen? Okay. Ja, also Marlene Neumann, hast du schon gesagt. Ich bin 33 Jahre alt, lebe in Heilbronn und habe mal vor einiger Zeit Migrationsforschung studiert. Also International Migration and Social Cohesion hieß das damals. Beschäftige mich auch noch beruflich mit dem Thema und auch privat. Deswegen also ist das auch so ein bisschen mein Herzensthema und auch ein Grund, warum ich in die Linke eingetreten bin 2018. Und ich kandidiere für den Landtag, weil ich mich einsetzen möchte für eine solidarische Politik und gerade auch eine Politik, die es immer zusammendenkt mit dem sozialökologischen, denn das muss beides zusammengedacht werden. Und ich freue mich auf den Austausch heute. Ja, ich heiße Emma Weber, bin 27 Jahre alt, habe ursprünglich meine Ausbildung gemacht zur Kauffrau für Versicherung und Finanzen, studiere jetzt Politikwissenschaften mit Soziologie und Geschichte oder auf Fachchinesisch Political and Social Studies. Nur das versteht halt nicht immer jeder, was damit gemeint ist. Genau. Tatsächlich finde ich das Thema ganz, ganz wichtig, weil ich selbst Migrationshintergrund habe. Also meine Eltern kommen aus Russland bzw. aus der ehemaligen Sowjetunion. Und auch Inklusion ist für mich ein wichtiges Thema, weil mein Bruder selbst im Rollstuhl sitzt. Also er ist damals mit Spina Bifida zur Welt gekommen. Das heißt, es ist eine Art Querschnittslähmung. Deshalb war ich halt immer mit diesen Themen konfrontiert. Und man merkt halt einfach auch, wie sich das ganz, ganz arg auf die schulische Laufbahn auswirkt, egal ob jetzt mit Migrationshintergrund oder mit Bildung, mit einer Behinderung. Und deshalb ist Bildung für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil da einfach sehr, sehr viele Leute hinunterfallen und das heißt, da im Prinzip auf gut Deutsch friss oder stirb, also entweder kommst du durch die Schule oder nicht. Und das fand ich immer furchtbar und das hat mich dann einfach motiviert, da auch immer meine Meinung zu sagen und einfach zu sagen, hey Leute, da läuft was falsch. Jetzt muss man natürlich auf so eine Stelle kommen, wo man auch was bewirken kann. Also habe ich mich entschlossen, in diesem Jahr für die Landtagswahl zu kandidieren. Genau. Gute Entscheidung. Und wenn man sich mit Versicherungen auskennt, wenn man Politikwissenschaften studiert, Soziologie und Geschichte, dann sollte man ja quasi auch von sich sagen können, ich weiß genau, was ich tue, was ich will. Und mit der Vorerfahrung, ja, herzlichen Glückwunsch zu der Entscheidung. Bislang alles richtig gemacht. Dankeschön. Die Frage ist ja auch, die Grünen sind ein Stück weit mit der SPD vor 10 Jahren angetreten in Sachen Inklusion, in Sachen Gemeinschaftsschule. 5 Jahre später gab es eine neue Koalition und da ist das ganze Thema, glaube ich, ein bisschen hinten runtergefallen. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe eine gute Freundin, die ist jetzt Lehrerin gerade an der Gesamtschule und da ist das Problem zum Beispiel so, dass es sehr, sehr viel von der Leitung abhängt. Also wenn die Leitung motiviert ist, dann ist es auch eine tolle Gesamtschule. Ansonsten haben wir das Problem, dass Gesamtschulen so ein bisschen verkommen zum Thema Brennpunktschulen,
weil da dann sozusagen alles vermischt wird, aber man möchte sich da so nicht wirklich einmischen und man möchte sich damit nicht beschäftigen, weil eigentlich findet man Ganztagsschule nicht so toll, zumindest halt SPD, CDU und so weiter. Die Linken sind da ja ganz toll da hinten und ich finde, das ist auch ein ganz tolles Konzept und hat auch ganz viele Möglichkeiten. Und da sollten wir einfach weiter dran arbeiten, dass dieses Konzept ausgebaut wird und einfach auch zu dem wird, was wir eigentlich geplant haben und nicht wirklich verkommen zu dieser Art Brennpunktschulen, wie man gerne sagt, wo halt auch Lehrer sagen, ah, ich will da jetzt nicht unbedingt auf eine Ganztagsschule, weil die sind ja immer so schwierig. Da hat man ja immer so dieses Klischee im Kopf. Und auch was Thema Inklusion angeht, also ich kenne immer noch sehr, sehr wenig Menschen mit Behinderung, die auf eine normale Schule gehen. Und es hat teilweise nichts damit zu tun, dass die irgendwie geistig zurückgeblieben sind oder Probleme haben mit der Entwicklung, sondern teilweise auch einfach Menschen, die eine körperliche Beeinträchtigung haben. Also sieht man ganz, ganz selten. Und ich finde, das sollte halt einfach vermehrt stattfinden, weil die Leute einfach abzuschieben, weil man ihnen unterstellt, sie könnten halt nicht mithalten, nur weil sie vielleicht irgendwo eingeschränkt sind. Finde ich falsch. Zumal sie ja auch den anderen Gelegenheit geben, sich einzubringen. Ressourcen wie ein bisschen Übersicht, Weitblick. Ist es barrierefrei? Muss ich helfen über die eine oder andere Stufe hinweg? Zusammenleben gestaltet sich ja letztendlich dadurch ganz anders. Mhm. Und ich finde halt auch, man kriegt da, wie schon gesagt, einen anderen Blick dafür und man konzentriert sich immer darauf, ja okay, Menschen mit Behinderung, aber man vergisst halt, es gibt auch halt einfach Kinder, die trollen rum, da bricht sich mal jemand einen Arm oder ein Bein, dann wäre es halt auch schön, wenn es schon mal barrierefrei wäre oder darauf angepasst. Oder später, wenn man dann halt in der weiterführenden Schule ist und schon ein bisschen älter ist und dann hat der eine vielleicht einen Mofa, der andere ein Motorrad, der andere fährt schon Auto, kann es auch passieren, dass jemand da halt in einen Unfall verwickelt wird und dann halt einfach unter diesen Folgen leidet. Und wenn dann halt die Schule Probleme hat, das umzustellen, zu sagen, okay, wir wissen nicht, was wir mit der Person anfangen sollen, weil wir haben eigentlich die Möglichkeiten nicht. Und dann ist er vielleicht gezwungen, die Schule zu wechseln oder was auch immer. Es ist doch traurig, vor allem in einem Land wie Deutschland. Auf jeden Fall, wenn man dann aus allen Bezügen rausfällt, notgedrungen. Wir hier haben Inklusion, wir haben Gemeinschaftsschulen, wir haben sogar bis zum Abitur demnächst die Möglichkeit, auf einer Gemeinschaftsschule zu bleiben. Sind da auch relativ froh und stolz drauf, unseren Beitrag geleistet zu haben. Aber das ist leider noch nicht überall so. Mhm. Ein Stück weit in der vierten Klasse zu sagen, es gibt drei Möglichkeiten für dich, entweder Gymnasium, Realschule oder die Gemeinschaftsschule, die quasi die bessere Hauptschule ist, in Anführungszeichen, wenn du dich nicht genug anstrengst, ist irgendwie Schwofel. Vor allem in einem Zeitalter, wo die noch gemeinsam spielen wollen mit ihren 10, 11, 12 Jahren. Also das stimmt. Ich finde es halt auch schwierig. Ich weiß es noch von mir. Ich konnte mich damals auch schwer entscheiden. Ich wusste ja nicht, was ich machen wollte. So als Mädchen hat man gerne so Tierärztin im Kopf gehabt oder was bei mir später kam, Schriftstellerin. Und ich habe keine Ahnung, was ich dafür machen muss oder welche Ziele ich dafür erreichen muss. Und dann wird mir gesagt, okay, du musst dich jetzt entscheiden, möchtest du Hauptschule, Realschule, Gymnasium? Dann gibt es so grob Aufklärung, aber trotzdem versteht man es noch nicht ganz so, wozu man diese Aufklärung braucht oder diese Aufteilung braucht. Und man weiß halt auch nicht, okay, wo will ich denn später mal hin? Und dann entscheidet man sich eher so aus dem Bauch heraus oder so, okay, wo gehen denn die meisten Freunde hin? Ich kenne das noch von mir, also mir wurde damals... Ich durfte damals Gymnasium, Realschule, Hauptschule wählen. Klar, wählt man halt weniger Hauptschule. Und tatsächlich hat ein Lehrer aufgrund meines Migrationshintergrunds mir empfohlen, ganz dringend auf die Realschule zu gehen, weil ich sonst nicht mitkommen würde. Und das hat mich tatsächlich damals verwirrt gehabt. Wie alt war ich da? 9 oder 10? Und ich habe dann, ja, Realschule, Gymnasium, aber eigentlich würde ich gerne aufs Gymnasium. Und eigentlich aber, die haben gesagt, Realschule hin und her. Und tatsächlich an dem Nachmittag haben meine Eltern gesagt, gut, du entscheidest dich jetzt, wir fahren jetzt und melden dich an. Und ich so, okay, ich gehe auf Realschule. Und dann kann ich ja irgendwann mal mein Abitur machen. Und mitten auf dem Weg, als wir hin waren, sagte ich so, nee, ich glaube, ich gehe doch aufs Gymnasium. Hatten die einen Schlenker gemacht. Und dann... Als Kind weiß man es halt einfach nicht. Und dann finde ich das halt blödsinnig zu sagen, okay, man entscheidet das jetzt. Und auch Eltern können nicht immer für ein Kind entscheiden. Die denken natürlich immer, mein Kind ist hochbegabt. Und wollen es natürlich dann immer aufs Gymnasium schicken. Ne? Oder in den meisten Fällen. Und das ist vielleicht auch nicht immer der richtige Weg. Von dem her denke ich, dass so länger man halt diese Grundausbildung zusammengehen kann, desto mehr lernt man voneinander, desto mehr kommt dieses Solidaritätsgefühl zustande und desto mehr wird man sich darüber bewusst, was man machen möchte. Weil ich finde es halt immer schade, bei Jungs ist es oft so, die sind vielleicht mit dem Kopf ein bisschen woanders und sowas, haben vielleicht auch keine Lust zu lernen. Aber wenn dieser Ausschau stattfindet, dann kommt man, hey, derjenige hat jetzt da ein Praktikum gemacht oder sein Vater arbeitet da und da. Das hört sich eigentlich ganz interessant an, das würde ich
ich mir gerne mal gern angucken. Und dann kommt halt vielleicht auch diese Motivation, dass man sagt, ja, okay, ich möchte jetzt diesen und diesen Abschluss machen, weil ich möchte in diese Richtung gehen. Und dann gibt man halt den Kindern die Möglichkeit. Und ich finde, das schneidet man ihnen einfach ab, indem man sagt, ja, okay, mit 9 oder 10 musst du dich entscheiden, möchtest du Hauptschule, Realschule oder Gymnasium gehen. Wir haben uns auf dem Hinweg auch darüber unterhalten, dass das ja auch teilweise so lebensphasenabhängig ist. Ne? Also was auch sozusagen sonst so im Leben passiert, was ja auch den schulischen Erfolg oder auch in der Uni oder sowas oder in der Ausbildung auch mit beeinflusst. Und also ich bin in Niedersachsen zur Schule gegangen und zu der Zeit gab es damals noch die Orientierungsstufe, zu lange her. Und da war es tatsächlich so, dass wir sozusagen nach der Grundschule noch 2 Jahre alle zusammengegangen sind und dann wurde auf Basis von diesen 2 Jahren sozusagen diese Empfehlung dann ausgesprochen. Mhm. Und das ist doch, also je nachdem, was auch passiert in den 2 Jahren, also zum Beispiel meine Eltern haben sich später getrennt und das hat echt auch es hat sozusagen meine schulischen Leistungen auch beeinflusst auf jeden Fall. Hätten die sich früher getrennt und was wäre dann passiert? Also hätte ich das dann gepackt, wäre ich aufs Gymnasium gegangen? Also ich finde, oder andere Aspekte, die da mit reinspielen, und alle gehen immer davon aus, dass wir alle immer alles schaffen können und dieser ganze Aspekt von, was für eine Unterstützung habe ich eigentlich auch zu Hause, fällt da so hinten runter. Also, und da sind wir in Baden-Württemberg auch Schlusslicht. Also das Bundesland, wo die soziale Herkunft am bestimmtsten ist für den ganzen Bildungserfolg oder den ganzen Bildungsweg. Und dazu sagen, also schon wirklich mit 19 Jahren dann Stempel auf die Stirn zu packen und zu sagen, und was da auch alles mit reinspielt, also Vorurteile, also die Eltern haben vielleicht gewisse Vorstellungen, die Lehrer haben gewisse, die Lehrerinnen haben gewisse Vorstellungen. Das ist definitiv besser, wenn wir da zusammen lernen. Ja. Nichtsdestotrotz ist gerade ja dann wieder eine Diskussion entbrannt. Wer trifft die Entscheidung, in welche Richtung es gehen soll? Ist es die Schule, die Klassenlehrerin, die aufgrund ihrer Tätigkeit und dem täglichen Lehren sagt, das ist genau das Richtige und wir entscheiden das jetzt? Ist es eine Empfehlung und die Eltern haben das letzte Wort und entscheiden, ja, ist ja gut, dass sie sagen Hauptschule, aber mein Kind ist hochbegabt und deswegen nehmen wir das eine Jahr Gymnasium mit, bevor es dann da wieder rausfliegt, möglicherweise. Oder auch wir wissen, es ist ein Spätzünder, aber wir tun alles dafür, dass es trotzdem packt. Wie auch immer, die Frage ist ja jetzt bei der Wahl wieder offen. Wer entscheidet, wo eine Bildungsbiografie hingeht? Mhm. Was eigentlich skurril ist, wenn man ja eigentlich immer mit Fördern und Fordern den Bürgerinnen und Bürgern und auch den Eltern immer mehr aufbürdet, vor allem jetzt gerade im Homeschooling, gibt es ja viele, die neben ihrer Tätigkeit dann noch irgendwie gucken müssen, wie die Angehörigen durchkommen, nebenher selber so Hilfslehrer sind und. Also völlig absurd eigentlich. Ja, ich meine, da würden wir ganz klar sagen, die Entscheidung sollten man nicht treffen müssen. Deswegen, das ist ja sozusagen der Ansatz auch von den Linken. Aber ich denke, wenn da eine Entscheidung oder solange noch eine Entscheidung zu treffen ist, dann sollte das gemeinschaftlich sein. Ne? Also, dass man da wirklich, und da muss man aber dann auch Zeit für einräumen. Wir brauchen ja sowieso interdisziplinäre Teams an den Schulen, dass da auch die SchulsozialarbeiterInnen mit einbezogen werden, die Lehrer und die Lehrerinnen und die Eltern. Ich denke da, und dass das der Empfehlung ist, dass man sich am besten einigt und dann wahrscheinlich schon die Eltern das letzte Wort haben. Ja, also da kann ich dir nur vollkommen recht geben. Mhm. Natürlich, diese Entscheidung stellt sich erst gar nicht, wenn wir halt eben dieses Konzept Gesamtschule ausbauen und erweitern. Auf der anderen Seite denke ich so, das ist wirklich schwierig, weil es gibt Eltern, die können ihr Kind sehr gut einschätzen und die sagen dann halt auch, hey, okay, wir wollen, dass es unserem Kind gut geht und wir wollen ja seine Bildungschancen irgendwie nicht blockieren, weil wir ihm zu viel oder zu wenig zumuten und die sind sich ja dessen bewusst, das ist aber nicht jeder so. Und genauso ist es halt auch so mit Lehrern, also an vielen Dorfschulen ist es halt so, man hat einen Lehrer, nicht mehrere Lehrer, die darüber entscheiden, sondern einen Lehrer, der darüber entscheidet, ob er dich dann im Prinzip aufs Gymnasium oder auf die Realschule oder auf die Hauptschule schickt. Und zu sagen, okay, das hängt von einer Person ab und nur weil sie Lehrer ist, weiß sie das besser, stimmt halt einfach nicht immer. Wie gesagt, in meinem Fall war es halt einfach wirklich nicht, den Notenschnitt fürs Gymnasium hatte ich. Aber man hatte mir unterstellt, wegen meines Migrationshintergrunds würde ich sowieso nicht mitkommen. Und das ist halt einfach dieses Traurige, wo ich sage, es ist ja nicht so, dass ich ein Einzelfall wäre oder sowas, sondern es ist ja öfters so. Und wenn der Lehrer das halt einfach mal falsch einschätzt oder vielleicht auch einfach nicht merkt, dass das Kind nicht die Förderung erhält, die es bekommen sollte. Also ganz oft ist es ja auch so, dass zum Beispiel Kindern unterstellt wird, ja okay, der kommt nicht mit.
Und dann geht man mit dem zum Psychologen und stellt fest, hey, okay, der ist unterfordert und nicht überfordert und deshalb kommt er nicht mit. Und nicht jeder Lehrer kann das einschätzen. Und dann zu sagen, ja, okay, die Entscheidung hängt vom Lehrer oder von den Elternteilen ab, ist halt immer schwierig, weil es gibt halt solche und es gibt solche. Bildung in unseren Augen fängt ja noch ein Stück weit früher an. Und Stichwort Heilbronn ist ja gerade mehr oder weniger in aller Munde. Die SPD wollte landesweit gebührenfreie Kita. Die Grünen haben dann gesagt, naja, Volksabstimmung kann man schon machen, aber wenn es haushaltsrelevant ist und Geld kostet, dann kann man auf keinen Fall ein Volksbegehren machen. Wir haben das als Linke auch schon immer im Gemeinderat gefordert, gebührenfrei. Haben auch der SPD jetzt in allen Podiumsdiskussionen gesagt, wie es sein kann, dass man landesweit gebührenfreie Kita haben will, aber dann in der Kommune Gebührenerhöhungen zustimmt und der Deckelung bei 100.000, als würden Menschen, die 200.000 verdienen, nicht mehr tragen können, wie die, die 100.000 verdienen. Und da angeführt immer das Beispiel an Heilbronn, das jetzt ja sicherlich auch nicht unbedingt eine kommunistische Kleinstadt in Baden-Württemberg ist. Versteckt kommunistisch. Aber trotzdem hingekriegt hat, zu sagen, Kita, Bildung ist uns so wichtig, wir bezahlen das nicht aus den Geldbeuteln der Eltern, sondern aus Steuermitteln. Ja, absolut. Das ist schon lange auch ein Leuchtturm sozusagen in Baden-Württemberg und einfach ein Beispiel dafür, dass es auf jeden Fall geht oder ein Beweis dafür, dass es geht. Und es hat mit Prioritäten zu tun. Und das ist auch was, womit Heilbronn auch, also es ist ein Standortvorteil, also damit geht also Heilbronn auch hausieren, weil das natürlich für junge Familien sehr interessant ist. Es hat natürlich ganz viele Aspekte, also es hat einmal diesen Aspekt der Bildung, dass wir ja auch sagen, es ist schon ganz früh, also der Grundstein wird ganz früh gelegt und es ist einfach wichtig, dass Kinder einfach Input und bekommen und draußen sind und das ist, da darf es eben nicht vom Geldbeutel abhängen. Und dieses mit der Staffelung, das machen ja ganz viele Kommunen nicht, gerade die kleinen Kommunen, die, das ist einiges an bürokratischem Aufwand, das muss dann auch irgendwie gestemmt werden, dass man dann sagt, okay, vielleicht die, die weniger verdienen, die müssen auch weniger bezahlen. Und das hat ja auch Auswirkungen auf ganz viele Sachen, also auch die Frauenerwerbsquote. Also, und wenn Frauen dann eher nicht oder die Kinderbetreuung nicht da ist oder es sich dann mit Ehegattensplitting plus Kita-Gebühren auch einfach gar nicht so doll lohnt, wieder arbeiten zu gehen, dann führt es eben wiederum dazu, dass sie später wieder erst einsteigen und dadurch, das kommt dann im Endeffekt dazu, dass wir 25% weniger verdienen als Männer in Baden-Württemberg und dass wir letztendlich dass wir auch viel weniger Rente bekommen. Also das zieht sich dann ja durch die ganze Erwerbsbiografie, deswegen hat das ganz viele Aspekte. Es ist gut für die Kinder, es ist gut aber auch für die Eltern, ist gut für die Betriebe. Also eigentlich sind das nur Vorteile und ich glaube, und das hatten wir auch schon in Unterhaltung, dass ja jeder Cent, den wir da investieren, längerfristig 100-fach zurückkommt. Also wenn wir sozusagen da eine gute Basis legen bei den Kindern so früh und wenn die eine gute Bildung bekommen. Und wir hatten auch schon das Thema natürlich, wie haben die uns gesagt, pädagogische, nee, also sie haben so ein Wort gesagt, wie man am besten ErzieherInnen, es fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, ich glaube Erziehungsfachkraft oder Fachkraft für Erziehung oder sowas. Also jetzt Kindergarten soll man nicht mehr sagen, Kindergärtnerin, weil das ist so, ja, die betreuen nur so ein bisschen, sondern es ist ja wirklich eine Facharbeit, es sind PädagogInnen und das sollte dementsprechend bezahlt werden. Sie müssen aber auch die Zeit haben. Also sie müssen auch die Zeit haben, sich mit dieser Bildungsaufgabe beschäftigen zu können und das darf halt nicht nur zu einer Verwahrung oder einfach Betreuung nur sein. Das ist natürlich auch wichtig, aber es muss eben auch die Kapazitäten dafür da sein, mehr zu machen. Das ist wichtig. Stichwort Portfolio. Sind die Erzieherinnen in der Kita ja im Prinzip schon dran, zu gucken, auf welchem Entwicklungsstand sind sie und da werden richtige Mappen erstellt, wo man dann auch als Eltern reingucken kann und mitsprechen kann. Aber ich gebe dir natürlich recht, Kolleginnen aus der Kita, Erzieherinnen müssen auf jeden Fall besser bezahlt werden, weil Soziales ist Mehrwert. Kitas müssen besser ausgestattet werden und es braucht natürlich auch einen besseren Personalschlüssel. 2009
sind die Kolleginnen aus der Kita auf die Straße gegangen, auch wegen dem Gesundheitsschutz, um zu gucken, dass sie bessere Arbeitsbedingungen haben und Lohnbedingungen. 2015 auch, und letztendlich hätte das auch letztes Jahr der Fall sein sollen. Dann kam Corona, von daher ist die nächste Auseinandersetzung am Horizont sichtbar, aber letztendlich noch nicht geschlagen. Da gibt es bestimmt in Heilbronn dann auch noch viel zu tun. Das Problem ist ja auch, dass Erzieher in dem Sinne erpressbar sind. Also die meisten, die den Job ausüben, haben ja einfach eine soziale Ader oder sie haben das Bedürfnis, mit Kindern zusammenzuarbeiten und eben diesen Betreuungsauftrag und diesen Pflegeauftrag. Und da ist es natürlich, ich mache das nicht einfach nur so, sondern ich mache das wirklich einfach aus vollem Herzen und ich mache das, weil ich wirklich Kinder halt einfach liebe. Und wenn ich dann halt natürlich komme, ja, aber ihr könnt halt schlecht streiken, weil dann sind ja die Kindergärten zu und wo kommen dann die armen Kinder hin und alles. Und tatsächlich benutzt man halt einfach so diese soziale Ader der Erzieherin dazu, dass man die wirklich erpresst. Und auch auf dieser emotionalen Schiene und natürlich dann halt auch beruflich, dass man halt einfach sagt, ja, gut, aber ihr könnt ja jetzt nicht einfach aufhören. Also irgendjemand muss die ja betreuen. Wenn ihr es nicht macht, macht es ja sonst keiner. Und viele fühlen sich dann halt natürlich auch so in diese Lage gedrängt. Das halt natürlich auch wieder auf die Gesundheit sich niederschlägt. Auf jeden Fall. Mhm. Bis hin, dass Kolleginnen, die 2015 gestreikt haben und auf dem Dorf wohnten, wo das quasi jeder wusste, dann beim Bäcker keine Brötchen mehr gekriegt haben. Also nicht nur mein Chef zieht irgendwie die Augenbraue hoch und sagt böse, böse, wenn du streiken gehst, sondern auch das private Umfeld reagiert irgendwie. Und das ist mal richtig mies. Oder Autos, die zerkratzt worden sind. So, ja, da kann man eigentlich nur staunen, wie hoch emotional das geführt worden ist. Erfahrung aus den Krankenhäusern war, Charité, die hat ja auch gestreikt, zum Teil auch einzelne Betten. Für die Patientinnen war es aber so, dass die deutlich mehr Personal im Streik hatten, weil Musterdienstpläne zugrunde gelegt wurden. Und wenn dann halt drei Kolleginnen drin standen in diesem Musterdienstplan, dann waren auch drei Kolleginnen da und die anderen sind halt streiken gegangen. In der Realität haben die Patientinnen nie drei Kolleginnen vor Ort gehabt, außer halt an den Streiktagen. Sprich, eigentlich müsste man in den Krankenhäusern, im sozialen Erziehungsdienst viel mehr streiken, weil dann auch mehr Personal da wäre. Aber getroffen haben wir uns ja eigentlich auch wegen dem Thema, wie kann Partizipation besser gestaltet werden. Als Linke, die wir nicht im Landtag vertreten sind, machen wir ganz viel in der Öffentlichkeit, sind solidarisch mit den Menschen vor Ort, die sich in Bürgerinitiativen oder anderen Sachen einbringen wollen. Im Landtag fehlen wir noch, aber selbst wenn man uns wählen möchte, ganz viele können uns noch gar nicht wählen. Das ist tatsächlich ein ziemliches Problem. Also einmal aufgrund des Alters natürlich. Ich finde das sehr schade, weil man traut eigentlich 16-Jährigen ziemlich viel zu. Und sagt ihnen dann aber, ja okay, ihr dürft euch aber politisch nicht beteiligen, beziehungsweise wenn ihr streiken wollt, Fridays for Future Stichwort, dürft ihr das gerne tun, wobei das ja auch immer sehr kritisch beäugt wird. Wenn ihr euch da irgendwie in irgendwelchen Jugendorganisationen zusammenschließen wollt, schön für euch, aber mitbestimmen dürft ihr nicht. Und da wird dann halt viel über diese Menschen oder über Jugendliche geredet, anstatt mit ihnen zusammen. Und deshalb sind wir als Linke ja auch für die Einführung des Wahlalters ab 16. Und ich finde das halt auch richtig, weil wir sind ganz ehrlich, manche 16-Jährige sind viel, viel reifer als manche 18-Jährige. Oder manchmal treffe ich auch 30, 40-Jährige, wo ich mir denke, ganz ehrlich, eigentlich dürftest du gar nicht wählen. Aber rein rechtlich hat er das Recht dazu, wählen zu gehen. Während ein 16-Jähriger sagt, ja, ich muss halt noch warten. Und ich finde, es wäre ja zumindest ein Entgegenkommen, wenn man sagen würde, okay, in dem Jahr, in dem du 18 wirst, darfst du wählen gehen. Weil wie traurig ist es denn, bitteschön, wenn ich jetzt zum Beispiel am 14. März sind Wahlen, wenn ich jetzt aber am 23. März 18 werde und ja toll, jetzt darf ich halt wieder erstmal 5 Jahre warten, bis ich mich überhaupt beteiligen kann. Das ist ja richtig blöd. Und wenn ich dann halt sage, ja okay, in dem Jahr, in dem du 18 wirst, darfst du dich beteiligen, dann habe ich wenigstens die Möglichkeit zu sagen, hey, ich kann mich jetzt schon beteiligen. Und verpasse es halt nicht einfach, sondern ich kann wirklich meine Stimme auch weitergeben. Und dann gibt es ja auch ganz viele, die eben nicht wählen können. Ich denke, da kann Marlene noch einiges dazu sagen. Genau, also es gibt ja einfach das Thema der Staatsangehörigkeit. Und man kann in Deutschland, das ging ja immer so hin und her, also Staatsangehörigkeitsrecht ist wirklich schwer auch zu durchsteigen teilweise, aber
Stand heute ist, doppelte Staatsangehörigkeit geht nicht, nur in sehr wenigen Ausnahmefällen. Das heißt, man muss sich dann entscheiden, welche Staatsangehörigkeit man möchte. Und ich glaube, wenn man sich das einfach nur, wenn man einfach nur das Gedankenexperiment machen würde, man wandert jetzt irgendwo, wir wandern jetzt morgen aus, geht nicht mit Corona, aber wir würden irgendwo hingehen und dann lebt man da, was weiß ich, vielleicht in Namibia lebe ich irgendwie 10 Jahre oder so, aber es ist ja ganz häufig, also die ganz, ganz viele Leute, egal von wo nach wo sie auswandern, gehen immer irgendwo hin mit dem Gedanken, ich könnte ja irgendwann wieder zurückgehen. Ich habe da dieses Backup so und ich bin da irgendwo aufgewachsen und ich habe noch die Möglichkeit, irgendwo wieder hinzugehen. Und diese Möglichkeit aufzugeben, ist eigentlich ein Unding. Also, dass wir da die Leute zwingen, wenn sie wirklich hier komplett partizipieren wollen, mündige BürgerInnen werden können oder werden wollen, dann müssen sie das aufgeben. Das ist, und das, für mich ist das auch eine veraltete Vorstellung von Staatsangehörigkeit oder von allem. Also deswegen, das ist das eine Problem. Das führt dazu, dass Leute 20, 30, 40, 50 Jahre in Deutschland leben und immer noch nicht wählen können. Und in einer Stadt wie Heilbronn, wo wir, und das ist jetzt nur die Stadt, also der Wahlkreis ist noch größer, aber es bezieht sich nur auf die Stadt. Also in der Stadt sind die BürgerInnen mit Migrationsgeschichte, also deutsche Staatsangehörige und ausländische Staatsangehörige, fast 50%. Und wir haben in Heilbronn fast 30.000 Erwachsene, die nicht wählen dürfen. Und das bei ungefähr 120.000 EinwohnerInnen. Also das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Was heißt das für die Demokratie auch? Was heißt das, wenn Leute wirklich seit Jahrzehnten auch wo leben, Steuern zahlen, Kinder haben, die Kinder gehen zur Schule etc. und aber nicht wählen können? Also, und da ist es, glaube ich, auch so ein bisschen dieses, was erwarten wir zum Beispiel auch von Jugendlichen oder von Leuten, die hier ewig leben, dass sie sich einbringen und irgendwie mitmachen und sich hier zu Hause fühlen, wenn dieser Schritt einfach nicht möglich ist. Und bei EU-Wahlen ist es ja so, dass EU-Bürger oder Kommunalwahlen und bei EU-Wahlen, aber bei Kommunalwahlen ja auch, dass EU-BürgerInnen zumindest wählen können. Aber als Linke fordern wir da nach 5 Jahren Aufenthalt in Baden-Württemberg, dass man uneingeschränkt wählen kann. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, glaube ich, weil das wird nicht weniger in der Zukunft. Und natürlich auch das Staatsangehörigkeitsrecht reformieren, dass das einfacher möglich ist, auch beides zu behalten oder 3 oder 4. Also es gibt ja alle möglichen Konstellationen. Zumal, wenn es eine Größenordnung, ich weiß jetzt nicht, wie viel Stimmen euer Oberbürgermeister das letzte Mal bekommen hat, eure Oberbürgermeisterin das letzte Mal bekommen hat, aber Wahlbeteiligung von unter 25% bei Oberbürgermeisterinnenwahlen wäre jetzt keine Seltenheit. Das heißt, er kriegt im Zweifelsfall weniger Stimmen, als es Menschen gibt, die nicht mitmachen dürfen. Das stellt eigentlich die ganze Demokratie in Frage. Ja, absolut. Ja, die Basis fehlt da dann einfach auch, genau. Und deswegen, also das sind so einmal die Forderungen, die wir von der Linken stellen. Aber Emma und ich sind auch noch engagiert in einem Projekt, in einer Initiative, die wir für Demokratie, also für DEM nennen, weil solange es noch nicht so weit ist. Und ich denke allgemein, also du hast ja schon angesprochen, das Thema BürgerInnenentscheide und dann kann da sowas passieren, dass sich ganz viele Leute engagieren und was unterschreiben und am Ende sagen, nee, also über Geld dürft ihr nicht entscheiden. Und solche Aspekte und auch gerade das Thema Kommunalpolitik, es wird so viel entschieden, was für einen wichtig ist, man bekommt es aber nicht mit. Und gerade wenn man auch irgendwie in der Familienphase ist, irgendwie, was weiß ich, 2, 3, 4, 5 Kinder irgendwie hat, Berufstätigkeit, also wir kriegen es ja jetzt alle mit im Wahlkampf, wie viel Zeit das auch braucht, sich zu engagieren und wirklich auch sich zu informieren und mitzumachen. Und das schafft einfach nicht jeder. Und nicht jede. Und da wollen wir eben Möglichkeiten schaffen, dass man sich, also einmal für Transparenz, dass man sich viel schneller informieren kann über Informationen, die jetzt irgendwie im Umfeld passieren, die für einen wichtig sind. Auch gerade mit, was interessiert mich jetzt zum Beispiel? Ist es das Thema Sport? Ist es das Thema Bildung? Das Thema Familie etc.? Das kann man dann einstellen. Und dass man dann sich auch vernetzen kann, wenn man dann hört, aha, okay, hier jemand in der Nähe will sich auch für kostenfreie Kitas einsetzen, dann können wir uns ja mal vernetzen, ganz einfach auch dann mit der App.
Oder dass man auch zum Beispiel Umfragen schalten kann, weil die Umfragen sind ja immer von irgendwelchen Umfrageinstituten und die Fragen werden festgelegt von denen. Warum können wir nicht auch mal Fragen, die uns brennend interessieren, stellen und dann gucken, was die Leute davon denken? Also, und das wollen wir eben mit, also die Technik ist eigentlich alles schon da, das gehört nur irgendwelchen Konzernen und wir wollen es eben zusammenbringen und auch Open Source, also dass das dann in allen Städten dann oder der Welt sogar auch genutzt werden kann. Also wir haben da große Vorstellungen. Aber wir würden jetzt erstmal anfangen in Heilbronn. Open Source heißt gebührenfrei. Open Source heißt sozusagen, der Code, also die Programmierung ist öffentlich einsehbar. Und wenn jetzt hier jemand ist in Esslingen, der das lesen kann, also braucht man einfach nur jemanden und dann kann er oder sie das dann für Esslingen relativ unkompliziert anpassen. Mhm. Also es ist dann nichts, was uns gehört und wir verkaufen, sondern das ist eben öffentlich einsehbar. Allgemeingut. Genau. Wie eine Stadtbücherei, wo man quasi sich spannende Bücher angucken und vielleicht auch das eine oder andere abschreiben könnte, theoretisch. Genau, ja, das ist die Idee. Ja. Ja, jetzt haben ja am 29. Januar 2020 Grün und Schwarz beschlossen, dass du hier integriert bist, dass du Arbeit hast, Wohnung hast, deine Kinder zur Schule gehen, hält uns nicht davon ab, dich trotzdem abzuschieben. Ich finde es total bedauerlich und schlimm und werde gar nicht müde, es bei jeder Gelegenheit zu erwähnen, dass am 29. Januar 2020 die Grünen und die CDU beschlossen haben, dass Integration nicht vor Abschiebung schützt. Mhm. Jetzt machst du das ja beruflich im Moment. Hatte das Auswirkungen? Wenn ich mir vorstelle, ich wäre in einem fremden Land und ich weiß, okay, ich habe jetzt vielleicht ein halbes Jahr, wenn es gut läuft, ein Jahr Zeit, Kohle auf die Seite zu bringen, bevor ich eh weg bin. Warum soll ich mich denn hier in irgendwas halten? Mhm. Mein Ziel wäre dann möglichst viel Kohle und wenn Abschiebung kommt, dann ist es halt so. Mhm. Und vorher war irgendwie das Versprechen, hey, pass dich an, mach mit, je länger du hier bist, umso größer ist deine Chance, dass du auch bleiben kannst, auch wenn du eigentlich kein Recht drauf hast. Mhm. Und dieses Versprechen wurde am 29. Januar 2020, zumindest in Baden-Württemberg, gebrochen. Mhm. Oder? Ja, aber das Versprechen gab es davor teilweise auch schon nicht. Also das gab es vielleicht, also ich arbeite nicht unbedingt im Bereich Asyl, aber auch im Bereich Asyl. Also es ist sozusagen, das Welcome Center ist für internationale Fachkräfte, es wird vom Wirtschaftsministerium finanziert. Da ist sozusagen der Aufenthaltsstatus jetzt egal. Das, aber es, was wir immer mitkriegen, ist, es gibt Möglichkeiten, es wird ja immer der Spurwechsel diskutiert, den gibt es eigentlich schon seit sehr langem, aber man sagt eben öffentlich nicht, dass es selbst, weil man hat ja immer Angst vor dem Pull-Effekt. Dass wenn man sagt, es gibt Möglichkeiten, dass dann noch viel mehr Leute kommen. Das ist immer so die Angst und das ist ja auch genau das Gleiche, warum man eben keine Leute aus Moria rausholt, um die irgendwie da rauszuretten aus dieser Hölle. Weil dann könnten ja andere das auch, dann ist da ja erstmal ein Weg offen und dann sehen ganz viele andere das und dann, und diese Angst treibt die ganze Politik. Also das finde ich sehr erstaunlich und sehr bedauernswert, weil da verliert man jegliche Menschlichkeit auf diesem Weg. Ja. Und das, was du schon ansprichst, das ist absolut sowas, was wir auch in der Arbeit sehen. Also effektiv ist es so, dass das schon seit Jahren immer so war, wenn man erstmal in Deutschland ist, dann es gibt in der Regel immer noch Möglichkeiten und nochmal irgendwie was zu gucken. Deswegen ist so eine rechtliche Beratung auch so wichtig, früh zu bekommen, dass man irgendwie weiß, okay, was ist so ein Fahrplan, welche Möglichkeiten habe ich, was kann ich machen? Und das ist so viel ist so von so absurden Umständen auch, also zum Beispiel die Beschäftigungsduldung, das sind Voraussetzungen, die sind völlig absurd. Also die Beschäftigungsduldung ist die Idee, dass halt Leute, die eine Beschäftigung haben, auch eine Duldung bekommen für eine Zeit, um dann auch irgendwann später einen regulären Aufenthaltstitel zu bekommen. Und das sind so Voraussetzungen, das ist eigentlich fast unmöglich. Alle Leute, die in dem Bereich arbeiten, sagen, das ist eine Handvoll, also die das betrifft. Aber es wird dann irgendwie, also es ist ganz viel Symbolpolitik in dem Bereich. Und was auch manchmal bei dem Thema Abschiebung noch dazu kommt, ist, dass die zur Schule gehen, zur Arbeit gehen, die kann man einfach abschieben, weil man weiß, wo die sind. Die sind voraussehbar. Das ist für die Behörden da manchmal einfacher als Leute, die abgetaucht sind, wo man auch nicht weiß, wo die sind. Also das ist
es gibt ganz, ganz viele Absurditäten im Bereich. Und natürlich ist das super wichtig, eine Perspektive zu haben und auch zu sagen, okay, ich lerne jetzt Deutsch, ich kriege einen Deutschkurs, ich werde jetzt nicht in irgendwelche Kategorien eingeteilt von sicheres oder was weiß ich, was für Kategorien es da inzwischen gibt, sicheres Herkunftsland oder sichere Bleibeperspektive oder die Länder dazwischen. Und das ist da auch immer so, was ich auch so schwierig finde in dem Bereich, ist, dass wir so krass unterscheiden. Also ich arbeite in einem Bereich, wo es darum geht, internationale Fachkräfte zu gewinnen. Und in anderen Bereichen werden Leute abgeschoben, die eine Arbeit haben. Also anstatt einfach zu gucken, okay, was für Potenziale sind da, wo wollen die Leute hin, worauf haben die Bock, was für eine Ausbildung wollen die machen, wollen die nochmal studieren, haben die schon was gelernt und wie können die sich hier einbringen? So. Ja. Ist ja auch ganz oft so, dass Abschlüsse einfach nicht anerkannt werden oder egal, ob es jetzt Schulabschluss oder Berufsabschluss ist, und dann hat man hier eigentlich jemanden, der qualifiziert ist, der vielleicht einfach nur nochmal, wie gesagt, die deutsche Sprache einfach erlernen muss, der vielleicht einfach nochmal Besonderheiten aus dem deutschen System einfach nochmal verinnerlichen muss, der aber da ist. Es ist eine ausgebildete Fachkraft und so jemand wird dann halt im Prinzip Pflegekraft, Pflegekraft oder soll dann irgendwie hinter jemandem aufräumen oder schafft dann irgendwo am Band. Das sind teilweise noch echt gute Sachen. Manche kriegen ja gar keinen Job und manchen wird ja wirklich dann auch gesagt, ja, okay, musst halt mal schauen. Und dann werden die wirklich in die unmöglichsten Berufe abgeschoben, wo ich dann halt denke, nutzt das doch, nutzt das Wissen doch. Wir können ja auch davon was lernen. Vielleicht hat derjenige auch Aspekte oder kennt Aspekte oder hat in seinem Berufsleben auch schon Situationen erlebt, die uns selber weiterhelfen, die wir vielleicht auch integrieren können. Und das wird halt einfach nicht gemacht, sondern ganz oft wird das halt einfach kategorisch abgelehnt. Und okay, alles, was halt, sag ich jetzt mal, anders ist und nicht nach den deutschen Maßstäben gelehrt worden ist, ist auch nicht für uns und passt hier auch nicht rein. Und das finde ich halt blödsinnig. Und da sind wir in Baden-Württemberg teilweise auch echt noch strenger. Ich hatte letzte Woche hatten wir eine Veranstaltung und da war auch ein bisschen der Vergleich zwischen den Bundesländern. Und das war eine Studie, ich habe sie mir noch nicht durchgelesen, aber Standortnachteil Baden-Württemberg, weil die Anerkennung von Pflegefachkräften einfach lange dauert. Also da ist ein absoluter Personalmangel schon seit Jahren und das dauert ewig. Und es ist teilweise auch restriktiver als in anderen Bundesländern und das ist schon verrückt. Also ich meine, natürlich als Linke wissen wir ja auch, dass der Personalmangel in der Pflege auch hausgemacht ist. Also deswegen, man muss natürlich das Fallpauschalensystem abschaffen. Aber ich meine, wenn schon Pflegekräfte aus dem Ausland hierher kommen und hier arbeiten wollen, dann soll man doch auch gucken, dass die Anerkennung vernünftig auch über die Bühne geht. Und das ist keine Priorität von der Landesregierung. Hm. Ja, das habe ich vielleicht vorhin ein bisschen falsch ausgedrückt. Ihr habt auch, also ich meinte im Prinzip damit, dass die hierher kommen und im Pflegebereich arbeiten, dass es gerade so ist, dass einfach die Leistungen nicht anerkannt werden. Also es ist jetzt auch nicht so, dass die dann zu einer qualifizierten Pflegekraft werden, sondern wirklich halt einfache Arbeit machen dürfen oder dann wirklich einfach in Abteilungen abgeschoben werden, wo man sagt, ja okay, da kannst du dann halt was machen oder sowas. Und das ist halt einfach schade, weil ich habe ja die Kraft hier. Und gerade wie Marlene es auch gesagt hat, uns fehlt es ja wirklich an qualifizierten Pflegekräften. Da nutzt es doch, dass die da sind und schiebt die nicht ab, sondern gibt doch denen die Möglichkeiten, sich nochmal weiterzuentwickeln und wirklich auch ihren Beruf, den sie erlernt haben, auszuüben. Und auch bei anderen Jobs steht ja die eine oder andere Ausländerbehörde durchaus in den Ruf, das Dokument dann, also ich bewerbe mich auf eine Stelle, ich könnte eine Zusage haben, ich brauche die Genehmigung und das Ausländeramt lässt sich dann so lange Zeit, dass die Firma sagt, hey sorry, jetzt haben wir 4 Wochen gewartet, du hast immer noch keine Genehmigung, wir müssen uns jetzt leider für jemand anders entscheiden, weil irgendjemand muss die Arbeit ja machen. So, und da beißt sich dann letztendlich die Katze wieder in den Schwanz und wir sagen ja trotzdem, oh, Fachkräftemangel, überall fehlen sie, Ausbildungsstellen im Handwerk, Tausende sind immer unbesetzt. Und gleichzeitig gibt man aber anderen, die gerne eine Ausbildung machen würden, auch weil sie dann eine andere Perspektive in ihren Heimatländern hätten, wenn wir schon von Abschiebung sprechen, nicht die Möglichkeit, sich hier einzusetzen, weil quasi erstmal die Deutschen, die EU-Ausländer und so weiter sich um diesen Job bewerben können müssten und ihn dann bekommen müssten, bevor irgendjemand anderes den bekommt. Völlig absurd in der heutigen Zeit. Ja, das ist schon absurd. Ich glaube, was so manchmal so ein bisschen was problematisch ist für Ausländerbehörden, ist tatsächlich auch genau dieses Thema der Schizophrenie des Aufenthaltsrechts in Deutschland oder des Ausländerrechts allgemein. Weil das wirklich so sehr einteilt in
die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen. So. Und das war, früher gab es eigentlich nur das Kröpfchen, weil das war viele, also jahrzehntelang eigentlich eine Einwanderungsverhinderungsbehörde. Und das ist diese Logik, die steckt da einfach noch viel dahinter. Das heißt, dieses Thema auch wirklich Fachkräftezuwanderung oder überhaupt Zuwanderung zu ermöglichen, ist da teilweise noch nicht so angekommen. Und das ist natürlich teilweise auch eine Herausforderung für die gleichen Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen, die sozusagen beides auf dem Tisch haben. Also einmal Thema Abschiebung und bloß nicht. Und auf der anderen Seite, oh ja, toll, toll. Also ja. Ich meine, das finde ich auch eine Herausforderung da für die Ausländerbehörden, dass die dann entscheiden sollen, welche wollen wir die jetzt oder nicht? Oder dann verändert sich das. Also 2015 und 16 waren teilweise alle 6 Wochen wurde eine neue Regelung beschlossen. Da muss man erstmal dahinter kommen. Da muss man sich einarbeiten, die dann umsetzen und so. Also das ist echt schwieriger Job. Und jetzt gibt es ja seit letztem Jahr das neue Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Da haben die dann noch mehr Aufgaben, müssen auch die Betriebe da im Prinzip bedienen oder die Betriebe können da auch ein Verfahren in die Wege leiten. Und das ist schon eine Herausforderung. Ich habe jetzt auch gehört, dass die einfach auch gerade in Corona super viel noch mehr zu tun haben und auch bei den Botschaften und so. Also es ist wirklich so diese Frage, wenn man es will, dann muss man auch die Strukturen schaffen. Ja. Und da hängen wir einfach in Deutschland auch bei den Strukturen. Die gesetzlichen Regelungen sind teilweise gar nicht so falsch. Die Strukturen sind hängen hinterher. Ich finde, Schizophrenie ist ein ziemlich gutes Wort, wenn man das doch noch ein bisschen mit Chaos verbindet. Weil auf der anderen Seite haben wir ja auch diese Menschen, die sagen, okay, Ausländer kommen hierher und nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Dann haben wir aber viele Bereiche, in denen halt einfach niemand da ist. Es fehlt einfach an Personal oder es fehlt auch an Fachkräften. Dann haben wir einfach zum Beispiel wieder das Problem, aus der Ausbildung kenne ich das, dass wir sind halt relativ kleine Gruppen, weil irgendwo werden Fachkräfte gesucht, aber es werden keine Auszubildenden eingestellt, wo ich dann denke, da könnte man ja zumindest anbieten, für die, die hierher kommen nach Deutschland und sich einleben, ein Praktikum anzubieten einfach, wenn man schon nicht ausbilden will. Das gibt ja auch, wird auch nicht gemacht. Und dann ist halt immer so dieses zwischen, eigentlich haben wir ja genug Leute, aber uns fehlen Fachkräfte, aber wir wollen auch keine einstellen, weil das kostet uns zu viel Geld. Und ich finde, das ist wirklich so, also diese Schizophrenie beschreibt es ganz gut, wenn man das so ein bisschen mit Chaos würzt. Ja, und Stichwort hausgemacht. Letztendlich wurde ja auch im öffentlichen Dienst durchaus alles kaputt gespart, weil Stichwort schlanker Staat und was das alles kostet. Und plötzlich kommt dann eine Situation, wo man dringend einige Leute bräuchte, ja, oder die Flüchtlinge 2015, 16, die kamen, von Naturkatastrophen oder anderen Sachen, die wirklich unplanbar sind, wie jetzt Pandemie mal ganz abgesehen, sind ja eigentlich alle immer heillos überfordert mit dem, was sie tun. Und ganz viele tun ganz viel Gutes, laufen aber trotzdem auf dem Zahnfleisch, weil sie ständig neue Aufgaben bekommen, sich Sachen ändern. Von daher herzlichen Dank an alle, die es trotzdem tun im öffentlichen Dienst. Kann man auch nicht genug wertschätzen und beklatschen und dafür sorgen, dass sie besser verdienen. Die Arbeitgeberseite VKA sagt ja gerade, naja, wir haben zwar tariflich ausgemacht, ab 1.4. gibt es 1,4% mehr im öffentlichen Dienst, aber lasst uns da nochmal drüber reden, weil das Jobbike ja noch nicht durch ist. Also sprich, die Menschen, die jetzt die letzten 12 Monate richtig ordentlich gearbeitet haben, kriegen dann noch von anderer Seite ab und zu mal Nackenschläge, ohne dass es eigentlich sein müsste. Also tatsächlich Hut ab vor allen, die gut arbeiten, auch unter widrigsten Umständen. Und auf der anderen Seite ist irgendwie das zum Werbeblock für die Bundeswehr geworden, weil die jetzt zum Telefonieren in irgendwelchen Landratsämtern reinsitzen dürfen, denn ohne geht's ja quasi gar nicht. Ohne Uniformierte, die hinterher telefonieren, wer wann mit wem möglicherweise sich angesteckt hat oder auch nicht, eigentlich ein Offenbarungseid. Ja, und das ist echt, da muss man vorsichtig sein, ne? Das ist so eine schleichende Entwicklung, wo soll das dann noch hingehen? Ja. Ne? Also wenn das dann jetzt möglich ist, das ist ja gerade nicht der Gedanke bei der Bundeswehr, dass sie im Inland tätig ist. Und absolut, diesen Sparkurs, der fliegt einem dann irgendwann später um die Ohren. Also wir haben ja das Problem jetzt auch im Bereich Lehrer, also die sind ja auch verbeamtet. Und da ist es ja oft einfach der Fall, dass die jetzt über die Sommerferien beispielsweise gekündigt werden. Und gegebenenfalls danach wieder eingestellt werden. Oder manche werden erst gar nicht verbeamtet, sondern nur angestellt. Und das macht halt einmal den Lehrerberuf natürlich unattraktiv, weil er halt dadurch sehr unsicher wird. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch Lehrer,
wenn ich weiß, ich bin in den Sommerferien wieder an meiner Schule, dann kann ich mich in den Sommerferien auch vorbereiten auf den Unterricht. Wenn ich aber nicht weiß, hey, wo komme ich hin, muss ich vielleicht doch wieder die Schule wechseln, vielleicht bekomme ich ganz andere Klassen, ganz anderen Unterricht, dann sinkt ja auch die Motivation beim Lehrer. Und ich denke, das findet sich auch bei den Schülern wieder. Und das ist halt schon wieder so ein Punkt, wo man spart, wo ich einfach nicht nachvollziehen kann, wieso man das tut. Und ich habe dafür einfach kein Verständnis. Nicht gekündigt, sondern, glaube ich, befristet beschäftigt bis halt zum letzten Schultag. Ja. Und oh Wunder, nach die den Kinder Sommerferien sind immer noch da. Kannst du dann auf deiner Schule weitermachen. Mhm. Und nicht nur die Motivation, sondern du hast ja auch einen Mietvertrag und oder vielleicht ein Eigenheim irgendwo, Familie. Ein Auto, das du abzahlen musst. Das heißt, auch die Bank sagt ja, Geld willst du von uns mit deinem befristeten Vertrag. Wie geht es denn nach den Sommerferien weiter und wo? Das heißt, sie sind richtig und auch in Baden-Württemberg, zumindest über Jahre hinweg, haben die ja quasi 8% weniger Lohngehalt, wie auch immer, bekommen, einfach weil sie ja quasi neue Beamten sind und dafür 41 Stunden die Woche arbeiten dürfen, beziehungsweise dann halt das dementsprechende Deputat haben bei Lehrern. Und wenn wir schon bei dem Thema sind, also es ist ja auch oft so, dass früher hat man Lehrer gerne eine Mietwohnung zur Verfügung gestellt, weil man gesagt hat, ja, die haben einen sicheren Job, dem passiert nichts. Jetzt ist es wiederum so, dass viele dann sagen, ja, aber mit den Arbeitsverträgen, jetzt weiß ich halt nicht. Also, und dann entscheidet man sich doch vielleicht für jemand anderen. Das heißt, in vielen, vielen Bereichen wird es ihnen dadurch einfach schwer gemacht, wo man sich nie irgendwelche Gedanken darüber gemacht hat, welche Konsequenzen das hat, wenn ein Lehrer tatsächlich einfach nicht mehr verbeamtet wird oder halt eben für die Ferienzeit einfach keine Anstellung mehr hat. Also das war halt einfach so aus der Laune heraus, anders kann ich mir das nicht erklären, wie man halt solche Entscheidungen treffen kann, ja. Ich finde diese Kurzsichtigkeit auch total erstaunlich, also einmal bei dem Thema und dann hat auch eine gute Freundin von mir, die Lehrerin ist, auch davon berichtet, also sie ist jetzt vielleicht irgendwie vier, fünf Jahre aus dem Ref raus und davor dann Ref, das heißt sozusagen, man kann sich ungefähr ausrichten, Referendariat, genau, Ausbildung sozusagen, die anderthalb Jahre ungefähr, die man danach sozusagen nach dem Studium noch macht. Und die hat nur davon berichtet, dass einfach Kommilitonen und Kommilitoninnen von ihr sozusagen in Baden-Württemberg, also wenn man es jetzt wirklich mal ausrechnet, das ist wahrscheinlich dann vor 7 Jahren oder so, dass sie fertig studiert hat, keine Anstellung gefunden haben, weil der Abschluss nicht gut genug war oder sowas. Weil, also das heißt, vor 7 Jahren hat Baden-Württemberg da wirklich noch sehr genau ausgewählt. Und da frage ich mich dann genau auch dieses, was du auch schon angesprochen hast. Also einmal nach den Sommerferien, oh Wunder, die Kinder gehen noch zur Schule und auch dann, Kinder werden geboren. Vor 7 Jahren kommt ja ungefähr hin, oh Wunder, die gehen irgendwann zur Schule. Also, dass man da so eine Fehlplanung sich auch leistet. Also, das ist ja bundesweit, aber in Baden-Württemberg wirklich fand ich das sehr erstaunlich, weil 2 von denen, ich weiß jetzt, sind in Hessen von denen, die hier studiert haben, in Schwäbisch Gmünd und dann in ein anderes Bundesland gegangen sind. Und sie sagt, das war bei vielen so, weil die einfach in Baden-Württemberg keine Chance hatten. Und das ist doch erstaunlich, oder? Und weil Hessen so kulant ist, denn da schlägt an der einen oder anderen Stelle dann, glaube ich, auch unser Föderalismus wieder zu, dass du nicht unbedingt dann überall Lehrerin sein darfst. Ja, so. Da ist ja aber Baden-Württemberg, glaube ich, so ähnlich wie Bayern eher gut. Es ist ja eher, ich glaube, so Berlin zum Beispiel nach Baden-Württemberg ist ja noch schwieriger. Ja. Aber das ist halt auch krass, wie das eigentlich unsere Demokratie auch einschränkt. Also im Prinzip unser Föderalismus-System schränkt gleichzeitig unsere Demokratie ein, weil was hier in Baden-Württemberg nicht erlaubt ist, ist es in den anderen Bundesländern, ist es wieder erlaubt. Und auf der anderen Seite haben wir aus anderen Bundesländern diese Fluktuation, weil es dort zu wenig Arbeitsplätze gibt. Und dann haben wir hier in Baden-Württemberg eine Überfüllung im Prinzip. Also es gibt wirklich Gemeinden, da kommt ja ein Neubaugebiet nach dem anderen und eigentlich wird das alles verdichtet und dann gibt es wirklich einfach Gemeinden. Wenn man dann so in den ehemaligen Osten guckt, die einfach wirklich leer sind. Also da wohnt so gut wie niemand mehr. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, anstatt eine Gemeinschaft sind wir hier Konkurrenten, weil man halt auch immer so sagt, ja okay, aber in dem Bundesland ist besser, hier ist besser, wir machen das toller, wir sind besser, unser Abschluss ist besser und so weiter und so fort. Und ich denke doch, das widerspricht doch dem Demokratiegedanken eigentlich vollkommen. Ja, und auch mit der Gewerbesteuer, ne, dass dann einfach die Kommunen davon abhängig sind und dann eigentlich anwerben wollen. Ne? Also das ist problematisch.
Und beim Föderalismus ist mir gerade nochmal, wir hatten noch eine Veranstaltung zum Thema Bildung. Und er hat Korn auch schon gesagt, wir sollen das bei jeder Möglichkeit ansprechen, deswegen viele Grüße, falls er es guckt, das Kooperationsverbot. Mhm. Also, dass das einfach Schwachsinn ist, dass der Bund die Länder nicht unterstützen darf beim Thema Bildung. Also, deswegen, das ist ja auch das Thema beim Digitalpakt, das hakt, das hängt, weil das sozusagen die rechtliche Grundlage dafür einfach teilweise nicht ist. Also, ich denke, dass kann doch auch in einem Land, also in der Demokratie, ja klar, Föderalismus, aber ich meine, irgendwo muss man doch mal sagen, man kann die Bundesländer beim Thema Bildung unterstützen. Also, ja. Was ist daran verwerflich? Allen voran unser Ministerpräsident, der das damals quasi beredt verhindert hat, dass es Gelder aus Bundestöpfen gibt für Landesförderung. Mhm. Weil sonst könnte ja irgendjemand dem grünen Ministerpräsidenten und Biologielehrer erklären, wie Bildung richtig funktioniert. Mhm. Ja, da will jeder so seine Kompetenzen behalten und bloß nichts abgeben. Und das ist ja auch genau das Gleiche mit dem Ganztagsunterricht. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja sozusagen dadurch, dass es in Baden-Württemberg eher nur Betreuung ist. Und der Bund sagt, naja, wenn ihr die Gelder haben wollt, dann müsst ihr schon ein bisschen mehr machen als nur Betreuung. Nur ein bisschen irgendwie qualitativ gutes Nachmittagsprogramm sozusagen. Nein, wir haben ein sehr gutes Programm hier in Baden-Württemberg. Wir wollen das nicht ändern. Ich finde das immer sehr witzig, wenn ich Politiker höre, die im Prinzip sich so gegen alle möglichen Chancen der Bildung stellen mit ihren Gesetzen. Dann fällt mir immer eine Anekdote ein, wenn ich die kurz erzählen darf. Und zwar ist es auch ein Bürgermeister. Und der möchte dann halt so seine, wie soll man sagen, Investitionen verteilen. Und dann schreibt er halt an seinen Sekretär 50.000 Euro an die Schulen, 500.000 an die Gefängnisse. Und sein Sekretär kommt und sagt halt, ich glaube, Sie haben da was vertauscht. Sie wollten die 500.000 für die Bildung, die 50.000 für die Gefängnisse. Sagt er, mein Lieber, in die Schule gehe ich bestimmt nicht mehr. Und das kommt mir jedes Mal in den Kopf, wenn ich dann wieder irgendwie höre, dass irgendein Politiker wieder irgendwelche Bildungsrevolutionen, nenne ich es jetzt mal, wieder verhindert. Dann habe ich immer diese Anekdote im Kopf. Ja. Ja. Und leider ist sie ja auch brandaktuell, wenn wir uns angucken, wer die letzten zwei Wochen so sein Amt ruhen ließ im Bundestag oder dann auch beschlossen hat, ich komme in nächster Zeit vielleicht nicht so oft vorbei, habe ja auch abgesahnt. Und da finde ich das irgendwie, da sind wir ein Stück weit wieder bei Migration, bei Flucht und Vertreibung, bei potenzieller Abschiebung. Ja, jemand, der mir da draußen irgendwie eins auf ein Dez haut und mein Handy oder das bisschen Geldbeutel mitnimmt, weil er nicht weiß, wie er über die Runden kommen soll. Mhm. Finde ich nicht schön, aber irgendwie nachvollziehbar. Mhm. Jemand, der im Bundestag sitzt, 660.000 Euro nebenher mit dem Organisieren von Masken zusätzlich macht. Wie blöd kann man sein, dass man dann das nicht versteuert? Mhm. Fühlen die sich zu sicher oder sind sie tatsächlich so Meschugge? Und wenn sie dermaßen dämlich sind, wie kann es sein, dass die da hinkommen? Zumal ja die CSU durchaus und auch die CDU an der einen oder anderen Stelle kriegt man es mit, für so ein Bundestagsmandat, also die Möglichkeit gewählt zu werden, reden wir von 50.000 bis 100.000 Euro, die erstmal bringen müssen, dass sie auf irgendeiner Liste vernünftig auftauchen. Mhm. Also wie blöd Demokratie. Kann man eigentlich sein? Mhm. Da sind wir auch beim Thema Demokratie wieder, ne? Ja. Da sind wir dann vielleicht beim Thema Inklusion, dass auch die eine Chance bekommen, aber das wäre schon fast zynisch und ich sag's lieber nicht. Naja, nee, das ist echt, was da so manchmal hinter den Kulissen passiert. Also deswegen Transparenz ist halt einfach auch unglaublich wichtig, dass man da auch sagt, okay, ich lege alles offen und alles ist. Aber das ist ja, glaube ich, auch manchmal so. Also ich habe so ein bisschen im Wahlkampf jetzt das Gefühl, welche Leute gehen auch in die Politik. Und ich glaube, es sind halt einfach auch viele, so dieses Thema Macht einfach gut finden. Und da hat man natürlich Möglichkeiten, da kann man sowas eher machen als jetzt, da hat man da eine gewisse Position schon, was passiert da jetzt groß, klar, vielleicht kann auch irgendwie ein Untersuchen, jetzt verlieren sie das Mandat, aber auch nur durch Druck haben sie ja noch nicht gesagt, dass sie es machen wollen, sie wollen ja noch schön die Legislaturperiode zu Ende da sitzen und das ist, oder auch Wirecard oder sonstiges, also so wirklich, oder dieses Cum-Ex etc., also ist, wo so unglaublich viel Geld in Sand gesetzt wird und ja, bei diesen kleineren Sachen ist dann, ja, wird direkt verurteilt und volle Härte des Staates, ja.
da gruselt es mich auch, wenn ich mir manchmal überlege, wenn man wirklich einfach mal zusammenrechnet, was die Bundesrepublik Deutschland jährlich an Steuergeldern verschwendet und raushaut und irgendwo untergeht, dann denke ich mir so, wir könnten hier ein Luxusleben für jeden führen. Das wäre traumhaft, aber das Geld ist einfach weg. Und dann gibt es halt tatsächlich wie dieser Digitalisierungspakt, ich glaube 4 Millionen oder so hat man darin investiert gehabt, kann mich auch irren. Und es hat nicht so funktioniert, wie man es wollte. Das Geld war weg und die Digitalisierung auch vom Tisch im Prinzip. Und das finde ich traurig und wirklich erschreckend. Oder unser Mautverkehrsminister, der, auch wenn es nicht funktioniert, horrende Summen der Firma, die es nicht hingekriegt hat, trotzdem dann horrende Summen gibt. Das müsste man sich mal vorstellen. Du gehst in eine Kneipe, bestellst was zu essen, es schmeckt nicht und du lässt zurückgehen und die Kneipe sagt, dir muss es nicht schmecken, aber zahlen darf es trotzdem, weil ich habe nun mal Scheiße gekocht. Ja, das stimmt. Ja. Absolut, das ist auch echt erstaunlich, ne? Ja. Dass da keine Konsequenzen kommen. Ne? Aber auch bei Bauprojekten, wenn man sich jetzt zum Beispiel Stuttgart 21 anschaut, das war ja auch im Prinzip auf eine Summe begrenzt und im Prinzip sind wir jetzt, glaube ich, über dem Doppelten oder dem Dreifachen sogar, was es eigentlich kosten sollte. Und dann denke ich mir, ja, alle sitzen da und so, naja, kostet halt jetzt mehr, was soll man da halt machen? Und ich denke so, nee, das geht eigentlich nicht. Eigentlich der das Projekt angezettelt hat und sich verrechnet hat, sollte das halt auch bezahlen. Ja. Oder sollte halt dann dementsprechend auch dafür gerade stehen und nicht halt einfach nur, naja, ich habe halt jetzt mal ein Komma übersehen und das so. Also. Zumal ja, da wart ihr alle noch ganz schön jung wahrscheinlich mit Stuttgart 21. Ich war da regelmäßig, war auch dabei, als der Vorgänger von unserem Ministerpräsidenten, der Herr Mappus, quasi Schüler und Rentner dort und Rentnerinnen verkloppen ließ und mit dem Wasserwerfer wegsprühen lassen hat. Und der noch nicht Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte damals, diese Finanzierung, dadurch, dass da so viele mitspielen, ist illegal. Das geht so gar nicht. Mhm. Um dann, Mappus abwählend, Ministerpräsident zu sein und quasi seine erste Amtshandlung in Stuttgart 21, Blankoscheck, ich unterschreibe den mal, da habt ihr. Man macht einen Volksentscheid zum Thema Kostendeckel, der gerissen wurde, aber unser Ministerpräsident sagt, der Käse ist Gäse. So völlig absurd. Genau, und das sind halt einfach auch wieder Gelder, wo ich denke, die kann man locker in Integration, in Inklusion, in Bildung stecken. Das ist aber Geld, das nicht da ist und das wir als Bürger ja investiert haben. Und dann wird halt da über unseren Kopf hinweg entschieden, dass das wird halt jetzt so gemacht, weil das sagen wir, das ist für euch gut und ihr glaubt euch uns das am besten mal. Und das, ja, weil da die Lobby ist, ne? Ja. Das sind die starken Lobbys. Ja. Baubereich. Ja. Und es würde ja nahe liegen, dass man, sogar die Deutsche Bahn hat ja immer gesagt, wenn wir noch bei Stuttgart 21 sind, das ist völlig unrentabel, wir machen das nicht. Es war die Immobilienlobby, die dann gesagt hat, doch macht es, weil dann werden Flächen frei. Mhm. Und man könnte ja im Prinzip auf die Idee kommen, zu sagen, das Geld nutzen wir für besseren Verkehr. Wir hatten vor kurzem jemand da, der ruft am Wochenende quasi in Nordrhein-Westfalen an, damit irgendein Bus ihn zu Hause abholt oder woanders, um ihn nach Hause zu bringen. Weil der Bus fährt nicht regulär in Oberndorf am Wochenende. Völlig absurd. Wir diskutieren hier, ob die S-Bahn die ganze Nacht fährt, weil wir sagen, du musst entscheiden können, wann die Party vorbei ist und nicht irgendwie unterwegs dann bei wem auch immer nächtigen müssen, weil nichts mehr fährt, sondern das muss einfach verbindlich sein, dass du nach Hause kommst. Mhm. Dann, wenn du nach Hause möchtest und nicht dann, wenn vielleicht wieder eine erste S-Bahn oder was auch immer fährt. Mhm. Wir haben tatsächlich Glück, also das ist ja in Großstädten oder in größeren Städten ist ja der Verkehr noch aufgebaut, also gut ausgebaut, wenn man halt wieder ins Ländle geht, da wird es halt schon schwieriger, vor allem auch wieder für Schüler, Studenten, Auszubildende oder ähnliches. Ich überlege noch, wie ich in der Ausbildung war, da sind wir relativ auf den Tirofer nach Ludwigsburg gefahren. Da musste man sich aber auch beeilen, weil wenn man Pech hatte, hat man den Bus verpasst und dann musste man bis 5 Uhr morgens warten, aber am besten am Bahnhof, weil zurück in Tirofer durfte man ja nicht, weil lokal, Polizei mit 16, nee, da musst du zu Hause sein. Also sitze ich mit 16 am Bahnhof und warte bis 5 Uhr morgens, bis ich heimfahren kann. Oder natürlich, da holt einen die Mutter ab oder so. Viel Geschimpfe, aber das haben wir dann gehört schon. Wie bei guten Sportvereinen war dann jedes Wochenende eine andere Mutter dran. Ja, genau.
Reputationssystem. Ja, ich bin, also ich habe ja schon gesagt, glaube ich, dass ich in Niedersachsen zur Schule gegangen bin und auch aufgewachsen bin, auch auf dem Dorf, also sehr überschaubar, 300, ich glaube knapp 300 Einwohner. Und bei uns war es tatsächlich, wir hatten so ein Ruf-Nacht-Taxi oder sowas. Und das war genial. Also ich glaube, das war wirklich, das hat 5 € gekostet. Und das war nach Göttingen schon eine halbe Stunde mit dem Auto. Und dann hat man gesagt, okay, am Samstag hatte man sogar 3 aus. Da konnte man 11:30, 12:30, 13:30 immerhin sagen. Es hat natürlich nicht gereicht, aber es war schon trotzdem super, weil dann hatte ich wirklich alleine ein Taxi von Bahnhof in Göttingen bis direkt vor meiner Haustür. Also, und das war subventioniert natürlich. Ne? Ja. Und ich denke, da in diese Richtung, Dankeschön, in diese Richtung müssen wir viel mehr denken. Und das ist auch wieder so ein Gedanke, also einmal dieses Kurzfristige und dann auch nicht dieses Flächendeckende. Also, dass wir dann sagen, okay, wir machen irgendwelche Prestigeprojekte in Stuttgart, anstatt mal zu denken, okay, wir haben hier ein ganzes Land, was wir versorgen müssen. Und wir hatten tatsächlich, ich war bei einer Podiumsdiskussion mit der CDU und da hat der von der CDU tatsächlich gesagt, also zum Thema Mobilität, und der von der CDU, der Kandidat, hat gesagt, das können wir doch so wie es ist. Es gibt es nicht auf dem Land, ÖPNV, können wir vergessen, machen wir nicht. Wir müssen auf das Auto setzen, so, und wollte dann so Mitfahrsachen und sowas irgendwie machen. Aber wo ich gesagt habe, okay, natürlich können wir auch machen, aber ja nicht ausschließlich. Wir müssen noch mehr Schiene, mehr Busse, mehr solche Ruftaxis etc. Ja, das ist da die Einstellung von einer Regierungspartei. Und man vergisst halt einfach aus. Wer fährt denn Auto? Also im Prinzip fahren so, ab 18 kann ich Auto fahren, heißt nicht, dass ich eins habe, bis ich halt so im Rentenalter bin, wo ich vielleicht nicht mehr so gut sehe und nicht mehr so gut mit der Reaktion klarkomme. Das heißt, alle Schüler, alle Rentner, Menschen mit Behinderung, Menschen, die sich kein Auto leisten können, werden gezwungen, sich ein Auto zuzulegen oder irgendwie an ein Auto zu kommen. Weil der ÖPNV wird nicht ausgebaut, weil man ja sagt, ja, okay, wir haben ja viele, die sind aufs Auto angewiesen und dann müssen wir die Straßen ausbauen. Und dann sage ich so, ja, es gibt bestimmt auch Straßen, die man ausbauen muss und ja, es dauert auch, bis man den öffentlichen Nahverkehr ausgebaut hat. Aber es gibt ja trotzdem immer Leute, die darauf angewiesen sein werden. Also wenn wir nicht irgendwann mal in ein paar Jahren ein Gesetz erlassen, wo ich schon mit 10 meinen Führerschein machen kann, dann werde ich immer noch Schüler, Auszubildende und Studenten haben, die halt auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind. Also von daher verstehe ich halt manchmal auch diese Argumentationsgrundlage nicht, wenn es dann so schön heißt, naja, auf dem Land gibt es keinen öffentlichen Nahverkehr, deshalb kauft sich jeder ein Auto, deshalb müssen wir die Straßen ausbauen. Ich denke so, und da kommt niemand drauf, dass es sinnvoller wäre, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, weil einfach wirklich mehr Leute davon profitieren. Wie gesagt, eben auch gerade Schüler oder Rentner oder Menschen, die sich eben kein Auto leisten können. Vielleicht würde sich ja was ändern, wenn ich eine Automarke auf dem einen oder anderen Bahnhof sich drehen würde, sondern wenn vielleicht das Logo der DB über dem einen oder anderen Autohersteller wäre. Aber die Tatsache, dass man beim Stern arbeitet, wenn das dann dazu führt, dass man auch irgendwie Oberchef von der Deutschen Bahn sein darf, dann wird sich, glaube ich, da noch nichts dran ändern, weil ähnlich wie Menschen, die vorher bei Banken gearbeitet haben und dann im Wirtschaftsministerium was machen dürfen, die haben wahrscheinlich dann eher ein Interesse daran, dass sie anschließend wieder gut angesehen vielleicht zur Bank zurückgehen dürfen. Ja, das hat auch ein Bahnexperte gesagt in einer Veranstaltung von uns zum Thema Mobilität. Der hat auch nur gesagt, schlechtes Management ist auch ein Faktor. Viel zu wenig Investitionen in die Schiene, absolut, aber auch schlechtes Management und auch gerade dieses Thema, dass es wohl sehr üblich zu sein scheint, als Manager, weniger Managerin, aber eher als Manager aus der Automobilindustrie in die Bahn AG zu wechseln. Schlecht wäre ja, wenn sie es nicht besser könnten. Aber manchmal ist es vielleicht so, dass sie gegen besseres Wissen und vielleicht ohne Gewissen einfach so handeln, weil andere natürlich davon profitieren. Vielleicht haben sie ja auch Aktien. Ja, wenn das alles nicht transparent ist, dann weiß man es nicht. Ja. Ja, das ist so. Wir fordern, glaube ich, auch, dass es zwischen der einen Schiene Wirtschaft und Politik und auch andersrum, ich glaube, 2 Jahre Pause geben muss. Und wenn du dann immer noch deinen alten Arbeitsplatz haben willst, dann ist es halt so. Aber zumindest wäre dann eine Zeit dazwischen, wo du nicht den Einfluss geltend machen kannst, den du an der einen oder anderen Stelle haben könntest. Ja, nee, das ist auf jeden Fall wichtig, vor allem wenn die Themen zu nah sind. Ja. Also
wenn man irgendwie das, wenn man diese Sachen wirklich hört, wirklich so aus dem Finanzministerium in eine Bank oder sowas, also wo wirklich, wo auch ganz klar ist, warum man auch eingestellt wird. Ne? Man mag ja vielleicht auch Qualifikationen haben, aber sicherlich natürlich auch für die Kontakte und die Insights, und das ist dann wirklich, ja. Tatsächlich im Wirtschaftsbereich gibt es das ja, also mein Freund, glaube ich, der arbeitet für eine Firma, die produziert Solarpanels. Der hat tatsächlich, glaube ich, ein Beschäftigungsverbot. Also wenn er eine andere Firma wechseln würde, ist bei dem vertraglich festgehalten, dass er eine Pause machen muss und dass er erst nach ein paar Jahren wieder in der gleichen gleichen Herstellungs- oder gleichen Abteilung wieder arbeiten darf. Ja? Alles, was so zu nah an diesem Thema ist, dürfte er nicht arbeiten, weil man Angst hat, Industriespionage und dass er halt Informationen weitergibt. Aber in der Politik ist es möglich. In der Wirtschaft hat man da schon lange einen Riegel vorgeschoben. Würde er jetzt statt dir hier sitzen und nächsten Sonntag in den Landtag gewählt werden und nach 5 Jahren könnte er dann munter irgendwo anders hingehen und auch währenddessen vielleicht ein bisschen beratend tätig sein. Ha? Aber ich meine, gut, die Solarlobby wäre jetzt nicht die schlimmste. Da haben wir nichts dagegen. Es gibt Schlimmere. Der macht es dann bestimmt auch ehrenamtlich, weil die Solarlobby so eine gute ist und er so ein guter. Weil sie so grün ist und umweltfreundlich. Auf jeden Fall. Ja. Aber das ist halt auch wieder so ein Thema, glaube ich, was man auch ganz gut wieder mit Bildung verbinden kann. Weil man kann nicht alles in der Schule lernen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass man nicht alles in der Schule lernen kann. Aber wenn man einfach schon mit bestimmten Themen in Verbindung kommt, wie in der Schulzeit, denke ich, schaut man als Erwachsener auch ganz anders da drauf. Wenn ich natürlich diese ganzen Zusammenhänge kenne, dann habe ich vielleicht auch irgendwo einen gewissen, nicht Berührungsängste, aber ich verstehe halt, dass mein Handeln sich auf ganz viele andere Bereiche auswirkt und dass es auch wieder auf mich zurückkommen kann. Das ist ja bei vielen Politikern einfach nicht der Fall. Oder auch im Wirtschaftsbereich. Man hat ja so diese Gedanke, nach mir die Sinnflut. Und ein paar Jahre später wird dann doch wieder was ausgegraben, was dann auf einen zurückfällt. Oder man ist der Arme, der halt von seinen eigenen Regelungen plötzlich betroffen ist. Ne? Und ich denke, man muss da vielleicht auch von diesem Thema Bildung im Sinne von, ich habe Mathe, Biologie und sowas, vielleicht ein bisschen weggehen, dass man halt auch in der Schule ein bisschen mehr Lebenserfahrung beibringt und einfach auch sagt, hey, guck mal, wenn ihr das so und so macht, dann habt ihr nicht nur ihr was davon, sondern eure ganze Gemeinschaft und später halt auch eure Kinder, und ihr profitiert wirklich als Solidarität davon und nicht halt als einzelne egoistische Person. Da wären wir dann auch bei gesunder Ernährung in der Kita, in der Schule, Förderung von biologischem und ökologischem Landbau, vielleicht auch verbindlich, dass jedes Jahr 20% weniger Zucker dort Eingang finden dürfen in die Süßis und in die Mittagessen. Damit könnte man ja auch ganz viel Gesellschaft gestalten. Also ich finde, manche Länder leben das auch ja ganz gut vor. Und da können wir uns vielleicht auch so ein bisschen ein Beispiel dran nehmen. Ich sage gar nicht, dass wir das in Deutschland genauso umsetzen müssen. Das sind komplett verschiedene Kulturen und man muss es überlegen. Aber es ist doch schön, wenn man irgendwo mal ein bisschen weiter in die Welt schaut und merkt, hey, die haben dieses System, das funktioniert ganz gut. Vielleicht können wir das bei uns auch irgendwo integrieren, zwecks Ernährung. Also es gibt ja immer noch ganz viele Schulen, die haben keine eigene Mensa. Da geht man dann meistens, ist dann irgendwie eine Gesellschaft oder ein Catering-Unternehmen, dass das halt irgendwie zusammenwurschtelt, dass die Kinder halt wenigstens während des Mittags irgendwie was zu essen haben. Und ich finde zum Beispiel, sowas ist halt Pflicht an Kindergärten, an Schulen, gut, an Hochschulen wird das sowieso gemacht, aber gerade an Kindergärten und an Schulen, dass es wirklich eine Mensa gibt, wo die Kinder sich ordentlich ernähren können und dass es nicht davon abhängt, wo wohne ich, wer ist Träger dieser Einrichtung, wer finanziert es und wie ist die Motivation des Leiters oder sonst irgendwas, sondern dass es wirklich einfach Pflicht ist, dass Kinder einfach wirklich die Ernährung bekommen, die sie brauchen. Weil es gibt ja auch, muss man sagen, der Fall, dass manche das von zu Hause aus nicht mitbekommen, nicht weil die Eltern das nicht wollen, sondern weil sie es einfach nicht können und da halt vieles zurückschrauben müssen. Und da habe ich natürlich auch nochmal die Möglichkeit, da so ein bisschen Stellschrauben nachzuziehen, wenn ich merke, ja okay, wenigstens ein- oder zweimal am Tag kriegt das Kind die Nährstoffe, die es halt braucht. Und wie gesagt, ich finde, das spielt halt alles mit rein. Und da auch wieder die Frage, da investiert man und was spart man sich als Volkswirtschaft später dann? Ja. Also wir wissen noch, also mich erstaunt das auch immer, wie viel dieses,
Also ich meine, dass viele Aspekte wissen wir ja über tierische, also über Ernährung, dass einfach Fleisch auch fürs Klima schlecht ist, Tierwohl, also das sind ja auch Fakten. Was mich daran auch immer erstaunt, ist, dass auch dieser Fakt Gesundheit da so wenig auch beleuchtet wird. Und das auch, oder auch bei den Ärzten und Ärztinnen oder auch im Krankenhaus. Ich finde das immer so erstaunlich, was für ein Essen man im Krankenhaus vorgesetzt bekommt, wo da die Stelle ist, wo man eigentlich sich am besten ernähren müsste und wirklich eine vollwertige und gute Kost bekommen muss, damit man auch eine Chance hat, auch sich, also um da schon zu zeigen, okay, hey, das hat auch einen Effekt auf die Gesundheit und wenn ihr euch da gut und ernährt, dann kommt ihr schneller auch wieder aus, eventuell aus der Krankheit raus oder werdet wieder gesund und in den Kitas und Schulen, also wenn wir da wirklich gute Ernährung machen, auch zeigen, also ich meine, wenn man da zeigt, okay, es kann Spaß machen, gesunde Ernährung und auch ein bisschen zeigen, wie man es macht, also das ist in 60, 70 Jahren spart uns das so unglaublich viel Geld, vielleicht sogar davor schon. Also, ja. Es gibt ja auf jeden Fall wesentlich davor. Wenn wir uns angucken, Diabetes, aber auch Verhaltensauffälligkeit bei Schülerinnen und Schülern, das wirkt sich quasi innerhalb der nächsten 10 Jahre aus. Mhm. Und es gibt ja durchaus Diätköchinnen und Diätköche. Und das liegt, glaube ich, nicht so sehr am Catering, sondern an der Frage, was ist es uns wert, dass wir vernünftig bezahlen? Und welche Lobby steht dahinter? Es gibt ein großes Schweizer Unternehmen mit so einem Vögelchen auf einem Nest. Die verdienen, glaube ich, nicht nur daran, dass sie jede Menge Zuckerpumps verkaufen, sondern auch quasi die Mikronährstoffe, die du dann im Krankenhaus zusätzlich bekommen kannst, dafür, dass du denen vorher einen ordentlichen Reibach gemacht hast. Naja. Und ich finde, es gibt da auch ganz, ganz tolle wiederum Modelle, auch im Ausland. Da hatte ich einen Bericht gesehen an einer Schule, glaube ich in Italien war es, wenn ich mich richtig erinnere. Da ist es so, dass die Produkte kommen aus der Region, von regionalen Bauern. Gekocht wird meistens von Großmüttern, einfach weil man sagt, ja, wer Lust hat, die haben Zeit, die können mit den Kindern noch was machen. Und an verschiedenen Nachmittagen gibt es sogar die Möglichkeit, dass die Kinder mitkochen, also einfach nochmal so ein bisschen Hauswirtschaft lernen. Klar, man muss es vielleicht nicht unbedingt hier komplett so in Deutschland einsetzen, aber grundsätzlich finde ich, ist das eine schöne Idee, weil Rentner, die vielleicht sich auch einsam fühlen, so haben nochmal die Möglichkeit, nicht nur untereinander, sondern auch mit Kindern nochmal was ganz Tolles zu machen. Und vor allem, man unterstützt regionale Bauern, ja? Und man unterstützt oder motiviert sie halt auch dazu, nachhaltig und ökologisch anzubauen, weil es halt auch nochmal für Kinder ist und weil man sich vielleicht auch als Bauer überlegt, naja, mein Kind isst es ja auch und ich will ja auch, dass mein Kind sich auch gesund ernährt, dann ist vielleicht auch nochmal die Motivation eine ganz andere. Und da gibt es so viele tolle Modelle, die man einfach umsetzen kann und es wird halt einfach nicht gemacht. Ja, und auch Stichwort Aktien. Der regionale Bauer wird jetzt wahrscheinlich eher nicht sein Geld in irgendwelche Aktienfonds oder sonst irgendwas bunkern, sondern der braucht es für seine Existenz, der kauft sich vielleicht einen neuen Schlepper von dem Geld, was auch immer, aber letztendlich bleibt das Geld ja im Großraum und arbeitet dort. Von daher auf jeden Fall. Biologischer Landbau in Esslingen haben wir einen Erzeugerinnenmarkt mittwochs und samstags, wo man sich gut ernähren kann, wie man vielleicht sieht an der einen oder anderen Stelle. Und das Thema Ernährung wird auf jeden Fall heute Abend noch mit dem Landtagskandidaten aus Calw eine Rolle spielen. Wir sind, glaube ich, so langsam, aber sicher kurz vor dem Ende. Außer ihr hättet noch was ganz Dringendes. Sonst... Wir können vielleicht noch darauf hinweisen, wenn wir das dürfen, noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren. Und zwar machen wir Mittwoch zum Thema Demokratie. Und falls jetzt der oder die einen oder andere, die jetzt zugeschaut haben, sich sagen, Mensch, was ist das denn für ein Projekt, was sie da machen wollen? Also wir sind wirklich noch absolut in Startlöchern. Deswegen freuen wir uns da über Unterstützung. Und wir treffen uns am Mittwoch online um 18 Uhr. Und da geht es auch um das Projekt. Also der Edgar Wunder ist auch dabei. Vom Verein Mehr Demokratie und erzählt uns ein bisschen zum Thema Demokratie in Baden-Württemberg und danach stellen wir das Projekt vor und wer Lust hat, kann gern vorbeikommen. Okay, am Mittwoch, 10. März, 18 Uhr, ja. Online, findet man auf unserer Facebook-Seite vom oder Kreisverband Heilbronn. Mhm. Oder. Ja. Okay. Also bei Facebook Kreisverband Heilbronn suchen, liken und feststellen, am Mittwoch. Genau, da kommen wir dazu. 10. März, genau. 18 Uhr.
Ja, oder auch auf der Seite vom Kreisverband Heilbronn. Genau, da findet sich es auch. Genau. Oder auf Instagram teilen wir es natürlich auch. Und wenn mir das jetzt das nächste Mal am Mittwoch um 20 Uhr einfällt, finde ich das dann irgendwo auch noch oder ist es live und dann weg? Live und dann weg, also man muss dabei sein. Ja. Aber wenn man grundsätzlich Interesse am Projekt hat, also wir haben auch eine Webseite für DEM, also für Demokratie, für dem.de, kann man auch gerne vorbeischauen, da sind auch unsere Kontaktdaten. Mhm. So, dann kämen jetzt mein Werbeblock noch. Wie gesagt, schaltet euch durch die Sendungen, lasst Likes da, kommentiert sehr gerne. Und ansonsten, wenn ihr nicht nur online unseren Themen folgen wollt und es total gut findet, sondern aktiv werden wollt als Sympathisantin, als Aktive, als Mitglied, kommt zu uns. Das gilt wahrscheinlich genauso für Heilbronn und Eppingen. Wir freuen uns immer über neue Genossinnen, mit denen wir diskutieren können. Wir lassen uns auch gerne inspirieren von guten neuen Ideen, auch an der Stelle, wie vorhin erwähnt. Und wenn ihr sagt, naja, ich will jetzt nicht unbedingt als die Linke in Erscheinung treten, wer weiß, wer mich da alles sieht, wenn ich aktiv werde. Dadurch, dass wir keine Spenden aus der Wirtschaft nehmen, aber trotzdem ein bisschen darauf angewiesen sind, dass die immer größer werdenden Rädchen auch gedreht werden. Man kann uns nicht schmieren, aber unterstützen. Der Armin dankenswerterweise blendet sicherlich die Kontonummer ein. Von daher, wenn ihr was übrig habt, wir freuen uns. Es ist bei uns gut angelegt und jedes Kreuzchen bei uns und jede Spende hilft gegen undemokratische Parteien, hilft aber auch, dass am 15. März wir nicht schon wieder mit Grün und Schwarz aufwachen.